Hallo zusammen, ich heiße Jara Ottenbreit und heute möchte ich euch zum Malen mit Aquarellfarben inspirieren. Und das ist unser Motiv. Ein Stillleben mit roten Zwiebeln auf einem Tablett. Wir beginnen mit der Skizze. Es reicht, alle Formen in Silhouetten zu zeichnen und ein paar charakteristische Details anzudeuten. Für den ersten Farbauftrag nehme ich helle und verdünnte Farben und bearbeite damit die einzelnen Formen. Dabei lege ich helle und dunkle Bereiche der Zwiebeln in groben Zügen fest. Die Stellen der Lichtreflexe spare ich aus. Dadurch, dass die Farben verlaufen, entstehen weiche, verschwommene Farbstrukturen. Es ist nicht immer möglich, den Verlauf der Farbe ganz zu kontrollieren, aber man kann versuchen, ihn ein wenig zu steuern. Überflüssige Farbmengen kann man durch Abtupfen oder mit einem trockenen Pinsel aufsammeln. Unser Bild wird immer bunter. Dieser erste Farbauftrag wird mit weiteren Farbschichten übermalt und am Ende der Arbeit nur an den hellsten Stellen sichtbar bleiben. Nachdem die erste Farbschicht getrocknet ist, geht es weiter mit dem zweiten Farbauftrag. Durch nebeneinander angelegte Pinselstriche entstehen neue Farbmischungen und weiche Farbakzente.
Die Lichtreflexe bleiben auch beim zweiten Farbauftrag ausgespart. Dadurch wirken die Zwiebeln runder und glänzender. Ich setze bewusst intensivere Farben und stärkere Lichtschattenkontraste ein, als wir es bei den echten Zwiebeln sehen können, um das Bild etwas lebendiger zu gestalten. Nun geht es weiter mit der Gestaltung der Details. Und ich bearbeite weiter die Oberflächenstrukturen. In der Zeit, in der die Zwiebeln trocknen, fange ich mit dem Tablett an. Auch hier beginnen wir mit einer hellen, transparenten Farbschicht und einem fließenden Verlauf von dunkel zu hell.
Die Bilanzstellen bleiben auch hier ausgespart. Der erste Farbauftrag am Tablett soll jetzt auch erst einmal trocknen. Mit einem formgebenden Pinselstrich verstärke ich die Linien und strukturiere die Oberfläche der Zwiebeln weiter. Die Spiegelungen. Sie verdeutlichen die metallische Beschaffenheit des Tabletts. Direkt neben den Zwiebeln sind die Spiegelungen am dunkelsten und werden dann nach außen hin heller. Auch hier entstehen durch nebeneinander angelegte Pinselstriche weiche Farbübergänge. Und ich bearbeite weiter die Oberflächenstrukturen.
Gespiegelte Zwiebeln erscheinen etwas dunkler und weniger intensiv als die echten. Ich setze weitere Farbakzente, um Hell-Dunkel-Kontraste und den Glanzeffekt auf dem Tablett zu verstärken.
Nun sind wir so gut wie fertig. Zum Schluss können wir noch die dunkelsten Stellen und die kleinsten Details bearbeiten. Und das ist unser fertiges Bild. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und hoffentlich bis bald in der Kunstwerkstatt.